Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt um die fünf Wirkungen des Schicksals. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, das mal mit mir zusammen anzuschauen. Wenn ein neues Jahr beginnt, dann fragen wir uns meist ängstlich, aber manchmal auch noch hoffnungsvoll, was wird uns das Schicksal bringen? Doch das kann niemand im Detail voraussagen. Theologen verweisen auf Gottes unergründlichen Plan. Astrologinnen und Astrologen erklären allgemeine Zusammenhänge anhand von Sternenkonstellationen. Aber wie auch immer, es lohnt sich, in dieser Zeit auch der Jahreswende einmal innezuhalten und sich zu fragen, was kann das Schicksal eigentlich? Wobei ich Schicksal hier ganz wertfrei als das definieren möchte, was uns im Leben zustößt. Betrachten wir einmal die wichtigsten Erscheinungsformen des Schicksals in der Hoffnung, dass sich daraus dann ein Gesamtbild ergibt. Doch stellen Sie sich das bitte nun nicht so wie ein Puzzle vor, bei dem sich die einzelnen Teile so exakt ineinander fügen, sondern die Auswirkungen des Schicksals sind extrem unterschiedlich. Für unsere menschliche Logik passen sie einfach nicht zusammen. Eher bilden sie so eine Gesamtheit wie ein Kaleidoskop. Erinnern Sie sich, das sind diese Röhren, durch die man so durchgucken kann, das ist so ein Kinderspielzeug. Und die gebrochenen Facetten setzen sich in dem Kaleidoskop so zu einem bunten Muster zusammen. Auf diese Weise möchte ich Ihnen hier die fünf Wirkungen des Schicksals vorstellen. Vielleicht können Sie dann manches von Ihrer eigenen Geschichte besser verstehen. Oder Sie können die Erlebnisse von Menschen, die Ihnen nahestehen, besser einordnen. Die erste Wirkung lautet: Das allgemeine Schicksal reißt das Individuelle mit. Das große allgemeine Schicksal einer Epoche, einer Region oder einer Volksgruppe bestimmt das kleine Schicksal des Individuums. Und zwar so, dass das kaum noch Bewegungsfreiheit hat. Ganz besonders zeigt sich das unter unglücklichen Bedingungen wie Naturkatastrophen, Hungersnöten, Kriegen, Diktaturen oder Verfolgung von Minderheiten oder Terroranschlägen. Das war schon in alten Zeiten so. Es hat sich nicht so viel geändert im Laufe der Menschheit. Als sich im August 79 nach Christus der Vesuv nach einem 18-stündigen Ausbruch wieder beruhigte, da waren die meisten Menschen in Pompeji entweder erstickt oder unter herabstürzenden Bauten erschlagen worden. Und die wenigen, die noch lebten, die fielen dann kurze Zeit später den Glutlawinen zum Opfer. Nun ja, vielleicht zucken Sie jetzt die Achseln und sagen, naja, das ist ja wohl Ascheschnee von gestern. Keineswegs. Der Klimawandel bringt jede Menge neuer Katastrophen mit sich, wie wir ja jederzeit erfahren. Und trotz allem technischen Fortschritt lassen sich Naturkatastrophen auch heute weder völlig vorhersehen noch beherrschen. Frühwarnsysteme sind nur bedingt in der Lage, sichere Voraussetzungen oder Voraussagen zu machen. Dazu haben wir ja genügend Beispiele aus der Gegenwart. Dass das große Schicksal das kleine verschluckt, erfahren wir auch nicht nur bei Naturkatastrophen. Noch häufiger erleben wir es bei solchen, die ausschließlich von Menschen gemacht sind, in Kriegsgebieten. Ich brauche keine zu nennen, das sind aktuelle, sehr viele, während Pogromen, während Genoziden oder Terroranschlägen. Da gibt es für diejenigen, die sich im Zentrum des Schreckens befinden, meist kein Entrinnen. Einflüsse des von Menschen verursachten allgemeinen Schicksals auf das Individuelle reicht schließlich bis in die Gegenwart. Wie wäre wohl Ihr Schicksal verlaufen, wenn Sie am 11. September 2001 gerade in einer der oberen Etagen des World Trade Centers in New York Ihren Job gemacht hätten? Oder wenn Ihr Kind am 22. Juli 2011 an einem Ferienlager auf der norwegischen Insel Utøya teilgenommen hätte? Welche Möglichkeiten hätten Sie, wenn Sie heute in einer Textilfabrik in Bangladesch schuften müssen? Oder wenn Sie in der Ukraine geboren wären oder in Syrien?
Vielleicht gelingt es auch unter solchen Umständen, dem einen oder anderen sich zu retten. Doch das ist die Ausnahme. Weit häufiger verschlingt das große Schicksal das kleine. Die zweite Wirkung ist, das Schicksal ist grausam zufällig. Das Schicksal sucht sich seine Opfer offenbar völlig beliebig aus. Da ist die Mutter, die an einem tödlichen Krebs erkrankt und kleine Kinder zurücklässt. Das Mädchen, das zufällig an der Bahnsteigkante steht und von einem aggressiven Betrunkenen vor die einfahrende S-Bahn gestoßen wird. Oder der Passant, der von einem flüchtenden Bankräuber als Geisel genommen wird. Oder der erfolgreiche Manager, der seit einer plötzlichen Gehirnblutung geistig und körperlich behindert ist. Warum gerade diese Menschen? Wir finden keine Erklärung. So wenig wie bei diesem Unglück, über das ich vor einiger Zeit las. Mechthild, Grundschullehrerin aus Minden, und ihr Ehemann Helmut sind in San Francisco auf dem Heimweg zu ihrem Hotel King George. Die haben sich mal eine schöne Reise gegönnt. In der belebten Touristenmeile dürfen sie sich sicher fühlen. Schließlich handelt es sich da ja nicht um eine düstere oder gefährliche Ecke. Und während das Paar zum Hotel unterwegs ist, verlassen 5 Teenager eine Party. Und zwischen diesen jungen Leuten kommt es zum Streit. Und einer ballert mit seiner Waffe herum. Von den Jugendlichen wird keiner verletzt. Aber eine verirrte Kugel trifft Mechthild in die Brust. Sie stirbt noch im Krankenhaus. Ihr Mann steht natürlich unter Schock und er kehrt dann auch so bald wie möglich nach Deutschland zurück. Ein Journalist kommentiert das Unglück im Hamburger Abendblatt so: Das Furchtbarste mag für ihn und die beiden heranwachsenden Söhne sein, dass aus dem grausam zufälligen Tod kaum eine Lehre zu ziehen ist. Ja, jedenfalls keine, die über die Banalität hinausgeht, dass in jeder Stadt der Welt am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt unschuldige Menschen sterben. Die dritte Wirkung des Schicksals ist heller. Sie lautet: Das Schicksal rettet in Gefahr. Gott sei Dank, das Schicksal hat nicht nur dunkle Seiten, sondern auch magische Helle. Vielleicht haben Sie es selbst schon erlebt, dass Sie auf wunderbare Weise beschützt oder gerettet wurden, weil im richtigen Moment jemand zur Stelle war, der Ihnen half. Oder weil Sie unerwartet aufgehalten wurden und deshalb nicht in Gefahr gerieten. Oder weil Sie zufällig den entscheidenden Tipp für einen Spezialisten oder für ein Medikament erhielten. Manchmal greift das Schicksal sogar auf völlig unerklärliche Weise ein. Man spricht dann auch von einem Wunder. Wie in diesem Fall, den ich Ihnen erzählen möchte. Die kleine Marianne, 7 Monate alt, sitzt im Kinderwagen. Ihre Mutter ist Geschäftsfrau und die hat tagsüber keine Zeit, sich um das Kind zu kümmern. Und deshalb hat das Kind eine Kinderfrau und die soll mit der Kleinen an die frische Luft gehen. Um zum Park zu gelangen, muss man allerdings eine stark befahrene Brücke überqueren. Und dabei gerät die Kinderfrau zwischen ein Postauto und einen Lastwagen. In Panik lässt sie den Kinderwagen los und rettet sich selbst mit einem Sprung auf den Gehweg. Der Kinderwagen wird zwischen den beiden Autos wie eine Pappschachtel zusammengedrückt. Das Kissen, mit dem Marianne zugedeckt ist, fliegt einige Meter durch die Luft und landet auf der Straße. Und wie von Zauberhand wird das Kind unversehrt darauf geschleudert. Alle, die das mitbekommen haben, sprechen von einem Wunder. 40 Jahre später kommt Marianne zufällig mit einem Herrn aus ihrem Heimatort ins Gespräch. Und da stellt sich heraus, dass er in dem Postbus gesessen hat, der damals an dem Unfall beteiligt war. Und dieser Herr erinnert sich an den Vorfall und sagt: Also wir haben alle geglaubt, das überlebt niemand. Für die Wahrheit dieser Geschichte verbürge ich mich auch persönlich, denn Marianne ist meine Mutter. Wirkung Nummer 4: Das Schicksal verteilt Geschenke. Das Schicksal zeigt sich manchmal unverhofft großzügig. Wohl deshalb wird Fortuna, die Glücksgöttin der römischen Mythologie, auch auf Abbildung gern so mit einem großen Füllhorn dargestellt.
Und aus dem verteilt sie dann üppig und unabhängig vom Ansehen der Person ihre Geschenke. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Schicksal in Form von Ruhm oder Reichtum oder was auch immer unerwartet Menschen treffen kann, die ohne diese schicksalhafte Wendung niemals dazu gekommen wären. Wer bitteschön hätte zum Beispiel geglaubt, dass eine bescheidene Bäuerin, die ihr Leben lang für ihr kärgliches Auskommen geschuftet hat, plötzlich berühmt und auf ihre alten Tage reich wird? Anna Traunsburger, um die handelt es sich hier, wird in eine niederbayerische Bauernfamilie geboren. Und sie hat wirklich ein hartes Leben. Die Mutter stirbt früh und schon mit 8 Jahren muss die kleine Anna den Haushalt und ihre Geschwister versorgen. Mit 20 Jahren heiratet sie dann den 23-jährigen Landwirt Albert Wimschneider. Aber schon 11 Tage nach der Hochzeit wird Albert als Soldat eingezogen. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen. Anna bewirtschaftet den Hof ganz allein und betreut außerdem noch ihre pflegebedürftige Verwandtschaft. Naja, meistens beginnt sie um 2 Uhr nachts mit der Arbeit. Ihr Mann kehrt schließlich aus dem Krieg zurück und er ist aber schwer verwundet, ist ein Krüppel. Das Paar bekommt 3 Töchter. Und nachdem Anna Wimschneider dann selbst schwer erkrankt ist, schreibt sie vorsorglich ihre Lebenserinnerungen für ihre Kinder und ihre Enkel auf. Und jetzt passiert's. Auf Umwegen gelangt dieser Text zufällig an einen Verlag, der das Manuskript veröffentlicht. Und von dem Buch Herbstmilch werden mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass die oder der eine oder andere tatsächlich dieses Buch auch gelesen hat. Es wird nämlich sogar noch erfolgreich verfilmt. Und für ihre durch das Buch bekannt gewordene Lebensleistung zeichnet man Anna auch noch mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Also, das Schicksal verteilt auch Geschenke. Nummer 5 der Wirkung ist auch positiv. Das Schicksal bringt an die richtige Stelle. Das Schicksal sorgt häufig durch ganz unerwartete Ereignisse dafür, dass Menschen an diejenige Lebensaufgabe herangeführt werden, für die sie die besten Voraussetzungen mitbringen. Ahnungslos laufen sie so lange in die falsche Richtung, bis das Schicksal sie auf den passenden Kurs bringt. Es bringt sie genau dorthin, wo sie am glücklichsten werden und wo sie gleichzeitig ihrer Umwelt mit ihren Fähigkeiten am meisten dienen. Das gilt übrigens nicht nur für Ausnahmetalente, sondern ebenso für ganz normal begabte Menschen wie Sie und ich. Nur fällt es bei den Außergewöhnlichen, etwa aus dem Bereich Erfindung, Politik oder Kunst, besonders auf. Wahrscheinlich auch deshalb, weil deren Biografien allgemein bekannt sind. Wer weiß schon, was mit uns passiert ist. Ich stand im Museum und hoffte, dass die Menschen um mich herum wenigstens glaubten, ich wäre erkältet. Denn es war mir ziemlich peinlich, dass ich in mein Taschentuch schnaufte, weil mir vor Ergriffenheit die Tränen kamen. Das Museum zeigte nämlich eine große Retrospektive der Werke von Henri Matisse. Das ist einer meiner Lieblingsmaler. Sein Alterswerk, die berühmten Scherenschnitte, ist so voller Leuchtkraft, wie sie kein noch so guter Druck in einem Kunstbuch wiedergeben kann. Mit beinahe 80 Jahren hatte Matisse eine Technik entwickelt, mit der Schere Formen direkt in leuchtend buntes Papier zu schneiden. Und ich muss sagen, ich konnte mich kaum davon losreißen. So intensiv wirkte die Schönheit auf mich. Und dass diese wunderbaren Kunstwerke überhaupt existieren, ist dem Schicksal zu verdanken. Wenn es nicht rigoros eingegriffen hätte, hätte es vermutlich nur einen mittelmäßigen Juristen Matisse gegeben. Henris Vater führte eine Drogerie und handelte außerdem mit Pflanzensamen. Also ein ganz handfester Mann. Aber ihm lag daran, dass Henri eine gute Ausbildung bekam. Und so studierte er, also Henri, Jura und fing als Anwaltsgehilfe an. Und jetzt kommt das Schicksal ins Spiel. Nach einer Blinddarmoperation, die wohl so ein bisschen schief gegangen ist, musste Henri ein Jahr lang das Bett hüten. Und naja, eine ziemlich langweilige Angelegenheit für einen jungen Mann. Und seine Mutter überlegte sich, womit sie wohl ihrem Sohn die Zeit vertreiben könnte.
und dann brachte sie ihm einen Malkasten mit. Und das genau war die Initialzündung. Nämlich, als er wieder gesund war, da ließ sein Henri seine Karriere als Jurist sausen und meldete sich an einer Kunstakademie an und von da an widmete er sich nur noch der Malerei. Henri Matisse wird einer der bedeutendsten Künstler der Moderne. Tja, das sind die 5 Facetten des Schicksals, die ich Ihnen jetzt einmal ausführlich zum Jahreswechsel vorgestellt habe und die Sie jederzeit beobachten können. Ich wiederhole sie noch einmal. Erstens, das große Schicksal verschlingt das kleine. Zweitens, das Schicksal ist grausam zufällig. Drittens, das Schicksal rettet in Gefahr. Viertens, das Schicksal verteilt Geschenke. Fünftens, das Schicksal bringt an die richtige Stelle. Wenn Sie durch dieses Kaleidoskop des Schicksals blicken, dann sehen Sie helle und dunkle Facetten. Sie sehen, das Schicksal kann zärtlich wie eine gute Mutter sein, aber auch grausam wie ein Diktator. Es kann Leben retten und auch sinnlos zerstören. Es macht unerwartete Geschenke und bringt an die richtige Stelle notfalls mit Nachdruck. Glücklicherweise zeigt uns das Schicksal nicht ständig alles, was es kann. Im Großen vielleicht, aber in unserem kleinen Schicksal ist es doch so, dass die meisten von uns im Laufe ihres Lebens nur selten mit wirklich harten Extremen konfrontiert werden. Oft gibt es längere, ruhige Phasen im Leben, in denen sich das Schicksal zurücknimmt. Und dann glauben wir vielleicht überheblich, wir hätten es im Griff. Doch lassen Sie sich davon bitte nicht täuschen. Der Blick in das Kaleidoskop des Schicksals zeigt deutlich, dass es jederzeit in positiver und negativer Weise seinen starken Einfluss geltend machen kann. Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass das Schicksal es gut mit Ihnen meint. Und vergessen Sie bitte nicht, dass Sie trotz allem doch mehr in der Hand haben, als Sie glauben, um in Ihrem Leben etwas zu verändern und ihm eine Richtung zu geben. Wenn Sie noch mehr über das Schicksal erfahren möchten, dann habe ich auch 2 Bücher für Sie. Das ist zum einen das Buch, das auch tatsächlich den Titel trägt, nämlich Schicksal, Krisen bewältigen und Chancen nutzen. Und das zweite Buch sind die 7 Spielregeln des Lebens für mehr Glück und Erfolg. Ja, da können Sie dann noch mehr sich einarbeiten, wie man mit dem Schicksal umgeht und ob man nicht vielleicht doch im Leben auch noch ein bisschen was für sich verändern kann. Wenn Sie noch mehr Hinweise haben möchten zu anderen Problemen dieses Lebens, dann können Sie gerne meinen Kanal abonnieren. Dann bekommen Sie jeden Samstag ein neues Video. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie Ihre Kommentare schreiben, denn dann können Sie Ihr Wissen mit der ganzen Community teilen. Und das, glaube ich, wissen wir alle sehr zu schätzen. Und last but not least freue ich mich über einen Daumen, was bedeutet, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Alles Gute!